Hey, ich grüße euch. Ich wollte ein Video machen heute mal zu der neuen Serie Masters of Universe Revolution, nicht Revelation. Revolution. Komm, ich jetzt mal die ganzen Titel höre, irgendwie denken jedes Mal an Planete Affen, gab es auch die ganzen Prävolutionen, Evolutionen und alles irgendwie. Prävolution, Revolution. Also wie gesagt, es geht jetzt um Masters of the Universe. Revolution, habe ich gesehen, die erste Folge, Selbst für Könige. Das fühlt sich irgendwie komisch an, die Serie für mich, wie gesagt. Also ich finde irgendwie, wenn jetzt irgendwie Figuren rauskommen, sind Masterverse zum Beispiel, die ganzen Revelation-Figuren. Ich finde, New Eternia war die beste Toyline, weil dieses Revolution irgendwie, das fühlt sich komisch an, ehrlich gesagt. Und irgendwie dieser komische weibliche Man at Arms, was soll diese Scheiße irgendwie? Also ich finde es total ätzend, diese Tante, unsympathisch ohne Ende. Ich will Man at Arms haben als Man at Arms und keine Frau, die so komisch aussieht, unsympathisch ist und so großkotzig ist. Nein, danke. Das ist meine Meinung zu dieser komischen Man-at-Arms-Tante, die schon bei Revelation genervt hatte. Ich finde die Frau einfach nur ätzend, unnötig und überflüssig. Die Serie, wie gesagt, da sind Charakter eingeführt worden, erste Folge geschaut, wie gesagt, Charakter eingeführt worden, also man hat jetzt Rio Blast gesehen. Meine Theorie stimmt, also Rio Blast, das ist irgendwie Bravestar pur, finde ich, also wieder aufgetaucht ist, yeah, und dann umgeballert hat, also ein, das ist keine Masters of the Universe, ist das, also kein gigantes Universum, kann man sagen, das ist ein Bravestar-Figur, Hilfs-Sheriff von Marshall Bravestar ist das in meinen Augen, aber kein Masters, also so peinlich gewesen, so cowboy-mäßig da rumgeballert hat und dann eben so yeah gemacht hat und so. Blöd, Snoutspout kam auch mal vor, hat er rumgeballert mit seiner Rüssel, Wasser geschossen und so. Ich finde, das irgendwie fühlt sich, also meine Meinung zu der Serie fühlt sich irgendwie fremd an. Es ist Masters, weil das Masters die Charakteren sind, aber es fühlt sich die Story mäßig an. Ich meine, wir lieben ja Masters of Universe aus dem Grund, weil He-Man He-Man ist und die ganze, das Geheimnis Adam ist und He-Man, also ich habe die Zauberkraft, ich habe die Kraft und dass ich zu He-Man wird, das ist das Geheimnis. Und wenn irgendwie Adam dann bei Scarecrow auftaucht und dann irgendwie als Adam und dann versucht zu verhandeln und dann klappt das nicht und dann wandelt sich in He-Man, wo ist das Geheimnis geblieben? Der Zauber fehlt da irgendwie total, finde ich. Weißer Orko, dann gibt es da Sub-Eternia, ja, die wollen Pre-Eternia wiederherstellen. Was soll der ganze Käse? King Randor stirbt. In dem Film, ist Spoiler gewesen, gedacht, also wenn ihr gucken wollt, also ich spoiler ein bisschen, weil ich die erste Folge gesehen habe, hat sich echt komisch angefühlt. Viele Charaktere hat man gesehen, man hat Tubert mal gesehen, Skeletor ist irgendwie jetzt ein Handlanger geworden von diesem Motherboard. Motherboard gehört, ist eine Dienerin von Hordak, also Motherboard, so ein blöder Name schon irgendwie. Ich habe auch Motherboard am PC eingebaut, das kann ich ja raus, habe ich auch eine neue Masters-Figur auf den Markt gebracht. Ich finde es dämlich einfach, nur Skeletor mutiert und so. Es fühlt sich komisch an, also die ganze Serie finde ich dann eine Sorceress, also Teela als Sorceress, die Grayskulls verlassen kann, die mit Teemen flirtet irgendwie. Ich dachte früher, Sorceress ist sowas irgendwie, sowas wie eine Nonne irgendwie, dass die dann zu die Bad lebt und dass sie dann nicht da rumflirtet und so. Es fühlt sich alles ein bisschen komisch an und die alte Sorceress lebt irgendwie als Geist in Castle Grayskull, die ist da gebunden, weil es keinen Pre-Eternia gibt, also das ist sehr verwirrend, finde ich, also die Serie. Also ich kann mir vorstellen, irgendwie mal Mattel, also nicht Mattel, sondern Netflix wollte ja einen Film machen, Masters of Universe Realfilm. Ich kann mir vorstellen, dass die Revelation Serie, das sind echt blöde Titel in meinen Augen, dass das gefloppt ist, dass eine Produktion von Revolution, neue Serie, 5 Folgen, nicht viel kostet als ein Realfilm. Also ich kann dir sagen, dass der Erfolg ein bisschen ausgeblieben ist. Die hätten die Serie machen müssen, so als das Kernstück von Masters of the Universe, die Zeit irgendwie, He-Man, Skeletor, nicht irgendwie so ein mutierten Skeletor, der irgendwie so ein Motherboard gehört und so. Fühlt sich echt komisch an, finde ich. Und dann wollen irgendwie, dann ist der Zauber auch vergangen irgendwie, dann ist der Clemchamp und Fisto im ersten Serie gestorben. Und dann sind die bei Scareglow in Zappeturnier, werden dann irgendwie von ihm befreit, kommen dann wieder und so. Es fühlt sich alles komisch an, finde ich. Und dass dann Prinz Adam dann irgendwie, jeder weiß, dass He-Man ist und so, dass der König gestorben ist, dass, wer ist die Frau von ihm nochmal? Queen Malena, dass er eine alte Oma ist. Also es fühlt sich alles ganz komisch an, finde ich. Es ist Masters of the Universe, aber nicht das Masters of the Universe. Also jetzt, wie gesagt, auf die Figuren bezogen. Die besten Figuren fand ich New Eternia. Ich habe mal gerade geschaut, Moment, zum Beispiel, es kam Figuren raus. Wir wissen ja selber, der erste Faker war eine Katastrophe gewesen. Er hätte gepasst zu den Hörspielen, damals Folge 7 war das Doppelgänger, hat er gepasst. Aber wir kennen ja, das ist Faker. Ich habe mir gedacht, es kommt ein bisschen Figuren raus, es kommt der Faker hier raus. Aber es kam der Faker nicht raus. Also es kam gar kein Faker bis jetzt vor, es kam nur halt Skeletors mutierte Sektengruppe kam mal wieder vor, fand ich. Und ich hätte gedacht, ehrlich gesagt, also wieder Hordak konnte man sehen. Ich hätte mir vorstellen, nächste Figur, die rauskommen könnte, nächste Wave könnte Hordak sein. Also richtiger Hordak, nicht der Filmations-Hordak, da der rausgekommen ist schon von der Masterverse-Serie.
dass das Lied schon gestern nochmal rauskommt von der Masterverse-Serie, noch nicht gesehen in der Folge, aber das Ende kann ich ja sagen, ich sagte die Spoiler, wie gesagt, in der Folge hier, dass am Ende da Kelder auftaucht, das habe ich da gedacht, es geht um das Prinz, nicht Prinz, sondern Prinz Render, sondern King Render gestorben ist, dass Adam die Thronfolge annehmen soll, dann tritt er auf, dann taucht einer, dass sie würdig, König zu werden, und das hüllt er seine Maske natürlich und sagt, ich bin der Bruder von Rendor, es ist Keldor, Keldor ist das Skeletor, wie wir alle wissen. Was soll das, ehrlich gesagt? Und voll Skeletor ist es ja nicht, weil er mutiert ist, damit so ein Waffenarm, kann man sagen, sondern, wie gesagt, das erinnert mich ein bisschen an Skeletor, das ist das komische Skeletor, finde ich, der so ein bisschen mehr Treppschuh-mäßig so einen Arm, der Waffenarm hat und so, fühlt sich komisch an. Und wenn den Keller jetzt auftaucht, wollte jetzt Mattel, also Master of the Universe und Netflix irgendwie, die ganze Mythos oder diese Aufklärung, dass das Ganze darin gegeben hat, das wieder ändern irgendwie, dass Keldor nicht Skeletor geworden ist, was ich echt scheiße finden würde, weil Skeletor, wissen wir ja, wieder geworden ist, also Keldor Skeletor geworden ist, mit der kleinen Fiole da ein Gesicht geschmissen hat, also abgewehrter von Rendor, das zurückgepfeifert worden ist, ein Gesicht verätzt worden ist, das rückgängig machen wieder, finde ich dämlich, dass jetzt ein Keldor auftaucht. Erste Folge gesehen, mache ich Video über zweite Folge noch, erste finde ich dämlich, dass Keldor aufgetaucht ist. Es ist komisch und vor allem mit Rendor stirbt, das ist noch komischer. Also ich hätte mir eine Serie gewünscht, halt die goldene Zeit, sagen wir, es gibt ja irgendwie Golden Age, Silver Age bei DC zum Beispiel, das Golden Age halt He-Man, 80er Jahre, storymäßig oder halt 2003, das Silver Age war auch cool gewesen, aber dieses Ganze in Zukunft, alle alt geworden und dann Man at Arms als Frau, das geht gar nicht, finde ich. Ich meine, wenn man überlegt, diese Logik, ehrlich gesagt, Man at Arms, Man ist männlich, Englisch, dann müsste ja eigentlich Woman at Arms heißen, nicht Man at Arms, das ist auch wieder... Was soll die Logik? Das ist nicht Man at Arms, das ist Woman at Arms. Woman at Arms, und die will keiner haben, weil die unsympathisch. Ich hasse diesen Charakter. Die haben sie reingeschrieben, wieder was zu erfüllen, keine Details und so. Die ist unnötig wieder reingeschrieben, ein Charakter, den keiner haben möchte, reingeschrieben worden, heutige Zeit reingeschrieben werden musste, finde ich unnötig und langweilig und ätzend einfach nur. Das ist meine Meinung zur ersten Folge jetzt, wie gesagt. Ich bin Master of the Universe-Fan. Ich werde jetzt Video machen, wie Master of the Universe herzuziehen. Nein, ich mag Master of the Universe. Ich sammle die auch, die Figuren. Aber ich finde diese Revolution-Serie, die neuen Folge, finde ich irgendwie nicht so toll. Wie gesagt, wir sind ja alle älter geworden, wissen ich auch. Aber muss man dann He-Man in Zeit anpassen irgendwie? Wir wollen ja nicht irgendwie, wenn man überlegt, so jetzt eine nächste Serie rauskommt in 10 Jahren, sieht man irgendwie He-Man als Opa da rumlaufen, irgendwie mit dem Rollstuhl fährt er da rum, Battle Cat ist irgendwie dann ausgestopft, an der Wand hängt und so. Was soll das? Wie gesagt, ich will also nicht da sehen, dass He-Man auch gealtert ist, so die ganzen Charaktere. Ich will also die goldene Zeit wiedersehen und nicht die komische Zeit, wo wir gerade sind. Obwohl es Silver Age, also 2000X, war ja auch eine gute Zeit, kann man sagen. Es war nicht so alt, nicht gealtert, ein bisschen anders gemacht, Themen und so, storymäßig und so. Aber die neue Serie ist irgendwie, weiß ich nicht. Also es ist eher so für mich persönlich ein Multiverse, aber nicht das Masters of the Universe. Okay, das war meine Meinung zur ersten Folge von Masters of the Universe Revolution. Nee, überlegen nochmal. Revolution, nicht Revelation. Zu der Folge jetzt, und das ist irgendwie, wie gesagt, also selbst für Könige, ein komisches Masters of the Universe-Universum. Bis bald, ciao!